Bauer Karl Frank aus Matsch im Finchgau wird jeden Morgen erwartungsvoll begrüßt. Als Karl noch Bub war und im Stall seines Vaters half, gab es hier in Matsch noch nicht einmal Strom. Gemolken wurde bis zum Ende der 70er Jahre mit der Hand. Wir haben den Stromkrieg, also das ist ungefähr 1980 gewesen, haben wir das erste Mal elektrischen Strom gehabt. Und dann haben wir nachher umgestellt auf Milchmaschinen. Also bis 1980, wo ich 15, 16 Jahre alt gewesen bin, haben wir alle die ganze Kirche auf der Hand gemacht. Und jetzt, mittlerweile, ist jetzt glaube ich ein ganz Zitrol, uns mit Maschinen melcht. Katze Lilly ist schon aufgeregt. Doch bis zum Frühstück muss sie sich noch ein bisschen gedulden. Bald gibt es leckerste Heumilch. Karl ist Biobauer, aus Überzeugung. Ihm geht es nicht um Quantität, sondern darum, beste Milch von gesunden Kühen zu liefern. Je besser die Parameter der Rohmilch, umso mehr wird bezahlt. Und weil er seine Milch auch zu Käse verarbeitet, verfüttert er natürlich Heu und erster Schnitt und zweiter Schnitt. Und wenn er Kraftfutter, dann ist natürlich die Milch ein bisschen fetter und vielleicht auch ein bisschen mehr Eiweiß, als wenn viel Kraftfutter und Heu, was man dazu kauft und füttert. Also ich glaube schon, sie geben ja nicht viel. Es ist ja keine Kuh, die 50 Liter Milch gibt am Tag, sondern vielleicht 20 Liter. Und deswegen ist die Milch auch ein bisschen intensiver. Und sicher von den Inhaltsstoffen ein bisschen anders als. Klar, jede Rasse, die Graukuh, ist jetzt nicht unbedingt eine Rasse, die vom Käsein her interessant war vielleicht, aber die Milch selber ist sicher auch gut für die Graue. Also die Jersey-Kuh hat sicher mehr Fett und Eiweiß, nur einmal. Aber wir haben, wie gesagt, das ist eine Rasse, die für die Berg, für die Almen recht gut funktioniert, die beweglich sein im Berg und ein gutes Fleisch haben noch. In Südtirol werden pro Tag über 1 Million Liter Kuhmilch an die Milchhöfe abgeliefert. Moment. Biomilch macht davon nur 1,7% aus. Katze Lili weiß freilich nicht, wie privilegiert sie ist. Die Milch ist aber nicht nur für Lili und die Genossenschaft und den Käse da, sondern natürlich für die Nachzucht. Das Kälbchen, die gute Milch ihrer Mama, ihrer Tanten, der Cousinen und sonstiger weiblicher Stallgenossinnen bekommen, ist eigentlich nicht wirtschaftlich. Doch mag Karl nicht an der falschen Stelle sparen, wenn es um die Gesundheit seiner Tiere geht. Denn in 3 Jahren sollen diese Kälber selbst Kälbchen bekommen und somit Milch geben. Nach dem Frühstück haben die Kühe Freizeit. Und die verbringen Wutzi und Simi, Menta und Kirsche, Zirme, Rösel, Ada, Dole und Zira am liebsten in frischer Luft. In frischer Bergluft, mit sensationellem Ausblick. Auf genau 1584 Metern über Meeresspiegel. Denn so hoch liegt Matsch, die Fraktion der Gemeinde Malz im Finchgau. Die Kühe sind schon viel lieber draußen im Freien. Und ich glaube, sie brauchen die Sonne. Und sie genießen es direkt, wenn wieder die Sonne kommt, nach längerer Zeit. Oder wenn sie wieder von Stall in der Sonne rausgehen, dann stehen sie richtig davor in der Sonne, wenn sie sich sonnen taten, um braun zu werden. Aber wären sie nicht, aber sie haben gerne die Sonne und die Wärme. Und die Kühe sind viel lieber draußen, als wenn man einen Stall hat, wo warm ist und der Freilauf ist. Dann sind sie lieber draußen im Freien, als in einem Stall, wo warm war. Denn schließlich wanderten die Vorfahren unserer Hausrinder in großen Viehherden über 2 Zugwege mit den Menschen der Bronzezeit aus der heutigen Türkei nach Europa. Karls Kühe sind nicht, wie die meisten Milchkühe weltweit, 365 Tage im Jahr angebunden. Stell dir vor, wenn wir das ganze Jahr eingesperrt waren und nie rausgekommen von einem Haus, war genau das Gleiche, wenn wir in einem Gefängnis drinnen waren. Und genau so ist es bei einer Kuh auch. Also das ist nicht tiergerecht, wenn eine Kuh nicht mindestens 3-mal in der Woche kann, im Freien und sich frei bewegen. Egal, ob das ein Umbindestall ist oder ein Freilaufstall ist, von Tierschutz und von der Tiergerechtigkeit soll eine Kuh mindestens 3-mal in der Woche sich frei bewegen und auch die Sonne genießen.
Die Milch wird sofort gefiltert und gekühlt. Die Menge, die Karl nicht zum Käsen benötigt, bringt er pünktlich zur Sammelstelle der Genossenschaft. Europaweit fast einzigartig ist, dass auch von entlegenen Höfen die Milch jeden Tag abgeholt wird. Walter Hochwieser ist einer der ca. 50 Milchsammelwagenfahrer Südtirols. Für die Sennerei Drei Zinnen in Toblach arbeitet der 47-Jährige bereits seit 12 Jahren. Jeder der 10 Südtiroler Milchhöfe sammelt die Rohmilch in seinem Einzugsgebiet ein. Der entscheidende Vorteil ist, dass die Milch durch ein ausgeklügeltes Fahrtroutensystem so schnell wie es irgend möglich ist im Milchhof zur Weiterverarbeitung landet. Walter Hochwieser fährt täglich fast 40 Sammelstellen an. Egal, ob es schneit oder ob es stürmt. Kurven darf man nicht so schnell reinfahren, weil du kannst überwerfen, könntest du überwerfen auch. Halt. Und genau das ist einem Kollegen im Landkreis Böblingen in Deutschland passiert. Viel Verantwortung für die Milchsammelwagenfahrer wie Walter Hochwieser, die elektronisch hochkomplizierte Fahrzeuge bedienen. Die Milchsammelbehälter sind mit einem Identifikationschip versehen, in dem die Lieferantennummer des Bauern gespeichert ist. Bei jeder Milchabsaugung wird diese Chip-Information über den Funkleser registriert und auf die Software des Milchsammelwagens übertragen. Auf diese Weise kann nun auch die Heumilch vom Bauern X getrennt von der Silomilch des Bauern Y in unterschiedliche Kammern des Milchsammelwagens gesaugt werden. Milchmenge, Temperatur, Abfüllzeitpunkt werden erfasst und gespeichert. Ein nahezu fehlerfreies System. Zudem auch die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Milchsammelwagenfahrer zählt. Die Bauern sind das gewöhnt. Kommt man normalerweise kommt man fast auf die Minute. Immer gleich. Wenn die Straße frei ist, was kein Hindernis ist. Und einige sagen schon, wenn man oft mal 5 Minuten später ist, ich habe geglaubt, du kommst nicht heute. Oder vor lauter Gewohnheit. Also, Gewohnheit. Ja, wahrscheinlich ist es auch Gewohnheit, mit einer Art gefülltem Swimmingpool auf 2 Achsen die Serpentinen sicher hinauf und hinunter zu fahren. Florian Tschurtschenthaler ist seit 5 Jahren Aushilfsfahrer. Davor steuerte er einen ganz normalen LKW und sauste einsam durch die Lande. Man hat auch Kontakt noch zu den Leuten, weil mit diesem LKW steige ich so circa 30 Mal ein und aus, bis ich die Route alle eingesammelt habe. Und ja, und hier im Gebiet zu sein, zu sehen, wie die Bauern sind und wie sie arbeiten und das ist wunderschön. Florian selbst arbeitet im Zweitjob auf dem Hof seines Bruders, der Milchbauer ist. Er weiß also, wie hart die Milchbauern um ihre Existenz, um ihr Weiterbestehen kämpfen. Waren es im Jahr 1990 noch 7.682 Milchlieferanten, so sinkt die Zahl der Südtiroler Milchbauern stetig. Umso schöner, wenn sich die Bauern den Blick nach draußen bewahren. So steht auf dem Bauernhof Burger in Toblach immer ein Kaffee parat. Und manchmal auch mehr. Gibt's Keks auch ab und zu. Duft einmal am Sonntag einen Kuchen bei gewissen, trägt es auch, ja. Auf die Geschwindigkeit seiner Vakuumanlage, die mit 500 bis 600 Litern pro Minute die Milch schluckt, kommt Florian Tschurtschenthaler selbst noch nicht. Obwohl er nicht nur beim Kaffeetrinken ein rasantes Tempo vorlegt. In der Sennerei Drei Zinnen angekommen, muss Walter Hochwieser eine automatisch abgefüllte Milchprobe, die sogenannte repräsentative Probenahme, zum Schnelltest ins Labor des Milchhofes bringen. Nur wenn keinerlei Hemmstoffe in der Rohmilch enthalten sind, darf die Milch abgeladen werden. Im Rahmen der Leistungs- und Qualitätsprüfung folgen weitere Untersuchungen auf Keimzahl, Zellzahl, Gefrierpunkt, pH-Wert und Inhaltsstoffe wie Fett und Eiweiß. Das passiert in den Laboren des Sennereiverbandes. 5-mal im Monat. Die Qualität da, die Säubrigkeit und alles. Den Milchhöfen werden auf elektronischem Weg die Untersuchungsergebnisse vom Sennereiverband zugestellt.
Diese Werte und die gelieferte Milchmenge sind die Grundlage für das Milchgeld jedes Bauern. Ausgezahlt wird monatlich, mit zweimonatiger Verzögerung. Milchproben geben aber auch die Bauern selbst im Labor des jeweiligen Milchhofes ab. Wie hier in der Mila in Bozen. Auch in gut geführten Bauernhöfen erkranken Kühe und müssen mit Antibiotika behandelt werden. Wir schauen, ob bei denen noch Antibiotika rein ist. Sollte kein Antibiotika mehr rein sein, können sie die Milch morgen liefern. Und sonst müssen sie noch 2 oder 3 Tage eben warten, bis es soweit ist. Medikamentenrückstände in der Milch? Das will niemand. Dennoch entsteht der europäischen Milchwirtschaft ein Schaden von jährlich mehr als 200 Millionen Euro. Durch Produktionsausfälle und Entsorgung von mit Antibiotika verunreinigten Milchprodukten. Solche Art Schäden sollen durch die Analysen vermieden werden. Nach 3 Stunden färbt sich der Nährboden entweder gelb, wenn die Probe negativ ist, dann kann die Milch geliefert werden. Und sollte sie noch positiv mit Antibiotika sein, dann bleibt der Nährboden so violett. Die Ergebnisse der aufwendigen Untersuchungen auf Hemmstoffe werden auf dem kürzesten Weg per Mail oder SMS an die Milchbauern gesendet. Schon um 5.30 Uhr ist der erste Milchsammelwagen im Milchhof. Auch in Bozen, bei der Mila, gilt, abgeladen wird erst, wenn die Rohmilch im Schnelltest negativ auf Hemmstoffe untersucht ist. Kommt die Freigabe der Rohmilch durch den Qualitätsbeauftragten des Labors, wird die Milch in die Kühltanks gepumpt. Den gesamten Prozess der Weiterverarbeitung der Rohmilch steuern die Kollegen der Mila von der Leitzentrale, dem Herz der Mila, aus. Was schon auf dem Bildschirm einen Laien verwirrt, entpuppt sich in Natura als ein schier unübersichtliches, in sich geschlossenes Rohr-, Tank- und Pumpsystem. Erwin Moser, seit 13 Jahren im Betrieb, hat natürlich als Molkereifachmann den Durchblick. Von Schmutzpartikeln befreit, erfolgt die nächste Verarbeitungsstufe der Milch. Durch Wärme werden vorhandene Mikroorganismen abgetötet und die Haltbarkeit der Milch verlängert. Danach stellt der 34-Jährige den Fettgehalt ein. Die Rohmilch wird separiert in Magermilch und Rohrahm. Ein Teil von Rahm geht der Magermilch wieder dazu, dass wir den gewünschten Fettgehalt erreichen. Die Milch wird dann auch homogenisiert, erhitzt auf 140 Grad und dann weitergeleitet in Sterildank. Das Fett wird also wieder zur zuvor entrahmten Milch hinzugegeben. Auf diese Weise sind in der Vollmilch genau 3,5 oder in der Magermilch höchstens 0,3% Fett enthalten. Da kann ich eine Rezeptur geben, was ich haben will. 1,5% oder 3,5% Fettgehalt im Endprodukt. Und da kann ich Feineinstellung machen, die 55, 56, je nachdem, was man haben will. Abgefüllt wird gerade die beliebte Haarmilch, teilentrahmt. In den sterilen, licht- und bakterienundurchlässigen Kartonverpackungen ist sie bis zu 90 Tage haltbar. Die Rolle wird dann zusammengeklebt zu einem Rohr, über einen Längsseitstreifen, wird sie geschmolzen. Dann kommt sie da an, das Rohr geht da an, da oben kommt die Milch rein. Das heißt, da wo abgeschnitten wird, wo die Packungen abgeschnitten werden, haben wir bereits die Milch drinnen. Später wird es ganz neu. Es geht mit der Fliegemaschine rein. Da wird es gebogen und dann gibt es fertige Packungen aus. Durchschnittlich werden bei Bergmilch Südtirol 185,6 Millionen Kilogramm Milch im Jahr angeliefert. Diese Flüssigkeitsmenge würde zweimal den Wolfsgrubener See füllen. Circa 10% der gelieferten Milchmenge ist überschüssig. Die wird billiger an andere Milchhöfe weiterverkauft. Bis nach Süditalien. Das will die Genossenschaft Bergmilch Südtirol, die aus Mila und Seni fusioniert wurde, in der Zukunft durch eine weitere Steigerung der Veredelungsquote auffangen. Bis 17 Uhr läuft das Milchkarussell. In den 10 Stunden werden etwa 150.000 Haarmilchkartons abgepackt sein. Mit dem Holz wieder reinigen, sauber machen, braumen.
und unsere Arbeit dort beendet. Für die Reinigung der Riesenanlage braucht man Wasser, viel Wasser, in Trinkwasserqualität. Und auch dessen Verwendung unterliegt gesetzlichen Vorschriften. Das Wasser, mit dem die Tanks gereinigt werden, wird auch untersucht oder muss auch mikrobiologisch einwandfrei sein. Bakterien und Keime dürfen nur in gesundheitlich unbedenklicher Konzentration vorhanden sein. Die Untersuchungsmethoden entsprechen europäischer Norm. Im zertifizierten Labor der Miela werden die Wasserproben in spezifischen Nährböden bei unterschiedlichen Temperaturen bebrütet und ausgewertet. Hygiene ist auch in der Sennerei Drei Zinnen in Toblach Grundvoraussetzung im Produktionsablauf. Neben Heumilch, Butter, Sahne, Naturjoghurt werden hier Innicher Bergkäse, Dolomitenkaiser, Hirtenkäse und verschiedene Sorten Heukäse produziert. Jeder Schnittkäse besteht aus Lab, Kulturen und natürlich aus Vollmilch, die hier aus dem Hochbustertal von rund 2500 Milchkühen kommt. Armin Titz ist 21 Jahre alt und Lehrling im Milchhof. Das Dicklegen, also die Gerinnung der Milch, dauert beim beliebten Toblacher Stangenkäse genau 40 Minuten. Gezeigt hat mir das Hademeister, wie man das alles macht, da eine Woche. Ich war eine Woche oben bei den Fertigen und dann ist mir das alles erklärt worden. Und mittlerweile geht es eigentlich schon mehr oder weniger alleine. Insgesamt 6600 Liter Milch werden in einer Ladung zu Käse verarbeitet. Den Käsungsverlauf protokolliert Armin genauestens. Die Verantwortung ist schon sehr groß. Man muss einfach mit Kopf bei der Sache sein und auch passieren da keine Fehler. Und natürlich schaut Erwin Heinz, der Meister und Produktionsleiter, nicht nur auf den Käse, sondern auch auf den Lehrling, der mal ein guter Molkereifachmann werden will. Redensarten aber wie, das ist doch Käse, was du da machst, oder jetzt mach mal keinen Käse, sind wörtlich genommen in dieser Ausbildung irgendwie kontraproduktiv. Im Kupferkessel ist in Matsch in der Dorfkäserei nach 50 Minuten Gerinnungszeit die Milch dick gelegt. Gut, siehst du, wenn der Schirm bricht, jetzt kommt die Harfe zum Einsatz. Das Käsemachen hat Karl in der Schweiz gelernt in einem Intensivkurs. 8 Jahre lang war er danach auf einer Alm und hat Käse gemacht und das Schweizer Skilehrerpatent. Jetzt ist das Käsemachen für ihn das dritte Standbein, um seine 9-köpfige Familie zu ernähren. Den Hof hat er zusammen mit seinem Bruder vom Vater geerbt. Allerdings arbeitet Karl jedes Jahr 3 Monate in der Schweiz als Skilehrer. Schön vorsichtig schneiden, langsam, damit es keinen Staub gibt. Der wird in Würfel längs und quer geschnitten. Einmal längs und einmal quer und jetzt wird er ganz vorsichtig durchgemischt und dann wird noch einmal das Ganze verfeinert. Es gilt, je feiner der Käsebruch zerkleinert wird, desto mehr Molke setzt sich ab und umso härter wird der fertige Käse. Siehst du dann sozusagen die Würfel quer und längs, das Ganze. Bei der Herstellung von Rohmilchkäse wird die Milch naturbelassen verarbeitet, nicht pasteurisiert. Trotz alledem ist der Genuss von Hartkäse aus Rohmilch bakteriologisch unbedenklich. Denn während des Herstellungsverfahrens werden durch Erhitzen des Bruchs, längeres Salzbad und lange Reifezeit die schädlichen Keime abgetötet. Nun bekommt der zukünftige Rohmilch-Hartkäse Feuer unter dem Kessel. Das ist das sogenannte Brennen des Bruchs. Die Erwärmung ist notwendig, damit der Bruch möglichst viel Wasser in Form von Molke verliert. Nur so können die spezifischen Eigenschaften von Hartkäse und seine lange Haltbarkeit erreicht werden. Das alles hat Karl in der Schweiz gelernt. Warum im Ausland? Damals, ich glaube vor 30 Jahren, wenn ich schon einen Kurs gemacht habe, ist Südtirol fast nicht so weit gewesen, was Käsekurse anbelangt. Und man ist damals schon in der Schweiz ist bekannt gewesen und auf die Schweizer Alm nach dem Verdienst stehen, ist es besser gewesen. Aber mittlerweile ist in Südtirol, haben sie das ganz gut aufgebaut und es gibt
jährlich die Sennenkurse auch in Burgeis. Ich glaube, mittlerweile kann Südtirol mit der Schweiz, was Sennenkurse anbelangt und Kurse über Käserei und Käse und Käse gut mithalten. Auch was die Qualität der Käse betrifft. Bei der Almkäse-Olympiade in Galtür 2015 konnten sich Südtiroler Milchviehalmen mit 16 Medaillen eine Scheibe abschneiden. Von Karls Lebenspartnerin Damaris, genannt Dami, wird der Rohmilchkäse während des Reifens gepflegt. Sie ist somit Karls Maître Fromager Affineur. In der Schweiz geboren, arbeitet Dami Kosel schon 20 Jahre lang als Krankenschwester in Südtirol. Hinzu kommt die Vertretung auf dem Hof, wenn Karl in der Schweiz als Skilehrer Geld verdient. Und eine Sennerin ist sie auch noch. Und Mama von 7 Kindern. Ihre Passion. Erwärmt wird die Käsemasse auf 42 Grad. Den Käse tut man eigentlich ganz vorsichtig rühren, langsam. Da braucht es ein bisschen Gefühl und ein bisschen Liebe zur Sache. Aber gilt das nicht für alle Dinge, die gut werden sollen? Der muss fest werden, der ist am Anfang ja ganz wach. Und dort hat ja zusammenfalten praktisch, wenn er den jetzt so schnell rausnehmen tascht, das ist ja alles löslich sozusagen. Und mit dem Rieren tust du praktisch nur das Wasser von kleinen, vom Bruch ein bisschen also sortieren. Also er kriegt eine Festigkeit und hebt nachher auch, dass er damit nachher zusammenhält. Und reif wird sozusagen, die Reife. Durch das stetige, fast hypnotische Rühren werden Molke und Bruch, also das geronnene Eiweiß, schön auseinandergehalten. Die Temperatur von genau 42 Grad ist auch erreicht. Jetzt gerät die Rohmilchkäseherstellung in die heiße Phase. Wenn sich bis jetzt noch irgendwo irgendwelche Bakterien gemütlich eingerichtet hätten, wären die durch das fast kochende Wasser hinüber. Schädliche Mikroorganismen werden ab 50 Grad Celsius abgetötet. Pilze und Keime brauchen 10 Grad mehr, um unschädlich gemacht zu werden. In der Sennerei Drei Zinnen sind die 40 Minuten der Dickungszeit vorüber. Nun wird auch hier die Galerte geschnitten. Weil die richtige Bruchgröße erreicht ist, stärkt er, bleibt er stehen und nachher wird die Molke angesaugt. Die fett- und kalorienarme Molke kann zu Ricotta oder auch zu diätfördernden Molke-Drinks verarbeitet werden. Die Galerte ist gebrochen. Armin Titz, im zweiten Lehrjahr der Tiroler Fachberufsschule Kufstein-Rotholz, gibt das Signal zum Abfüllen. Aus ca. 11 Litern Milch entsteht 1 Kilogramm Käse. 5,5 Kilogramm hat so ein Stangenkäse. Das sind summa summarum gut 60 Liter Milch für einen einzigen Käse. Aus der gesamten Charge füllt man also rund 120 Portionen gleichzeitig ab. Damit die Restmolke entweicht und der Bruch sich verbindet, werden die Käseformen nun mehrmals gedreht. Schön an der Arbeit ist, dass man was macht, was anderen Leuten dann schmecken soll. Dass man am Abend, wenn man nach Hause geht, dass man was sieht, was getan worden ist. Hat der Toblacher Stangenkäse eine bestimmte Konsistenz erreicht, kommt der noch käsige Käse, der mal ein leckerer Schnittkäse werden will, ins Salzbad. Das fördert den Geschmack und die Bildung einer Rinde. Damit trocknet der Käse nicht aus. Weiters schützt die Rinde vor dem Verderben. Und letztens, durch das Salzbad wird dem Käse weitere Molke entzogen. In einer Art Heiligtum, dem Reifekeller, darf der Käse der Sennerei Drei Zinnen bei 8 bis 10 Grad Celsius und bis zu 90% Luftfeuchtigkeit in Ruhe reifen. Wir haben es hier mit einer Naturrinde zu tun und haben den weißen Milchschimmel auf dem Käse. Den wollen wir, aber nach einer gewissen Reifedauer kommt der Käse in die Waschmaschine, wird gewaschen, der Käse wird dann sauber gewaschen und ist bereit für den Verkauf. In Matsch im Finchgau, auf fast 1600 Meter Meereshöhe, wird ordentlich eingeheizt. Eine letzte Prüfung von Karl Frank zeigt: Heiße Sache.
dass der Käsebruch die richtige Konsistenz zum Abfüllen hat. Wussten Sie, dass unsere Vorfahren schon in der Jungsteinzeit, also so ungefähr vor 7500 Jahren, Käse fertigten? Auch bei den Ägyptern und Griechen war die Herstellung von Käse aus Ziegen- und Schafsmilch weit verbreitet. Die Römer kultivierten das Käsen. Gewürze, Kräuter und Wein wurden hinzugefügt. Nach dem Untergang des Römischen Reiches überlebte das Wissen um die Käseherstellung in christlichen Klöstern. Gott sei Dank. Der hockt jetzt noch ein bisschen zusammen, weil da noch viel Wasser drinnen ist, Käsewasser. Und das entweicht mit Umdrehen und Umdrehen immer mehr. Und der Käse wird mittlerweile eher kleiner nach. Der wird jetzt ein paar Mal gewendet, viermal, bis auf den Abend. Und morgen in der Früh ist er eigentlich schon fix fertig und kommt er raus und dann kommt er schon in den Keller rein. Auf dem Gönnerhof in Wielenberg, einem Ortsteil von Percha, ist Martin Steiner der Chef des Bauernhofes. Gefüttert wird ohne Silage. Denn die Milch seiner 12 Milchkühe verarbeitet seine Frau zu Butter, Schnittgraukäse und zu Mozzarella. Rosa Maria Steiner, genannt Rosi, ist also für den ganzen Käse zuständig. Der wird in einem speziellen Arbeitsraum gefertigt, den sie nur mit Extraschuhen betritt. Damit nicht falsche Keime und Bakterien in die Käse kommen, dann müssen wir ein wenig clean bleiben. Rosi ist 45 Jahre alt, dreifache Mama und sie liebt es, Käse zu machen. Mir hat das allem schon recht gefallen. So, ich habe schon vorher in der Küche so ein bisschen ausprobiert, so Milch zu verarbeiten. Und nachher, ja, dann haben wir beschlossen, dass wir da den Käsekammer bauen. Ja. Und die Geräte, muss ich sagen, das sind so alles Weihnachtsgeschenke von meinem Mann. Und wenn es Rosi so viel Freude bereitet, Käse selbst zu machen, können solche Geschenke nur richtig sein. Für Mozzarella wird zuerst in Wasser Zitronensäure verdünnt. Und die kommt jetzt in die Milch hinein und die bewirkt nachher, dass zum Schluss die Masse so eine ziehende Masse wird, so diese Pasta Filata. Rosi verwendet natürlich die Milch ihrer Kühe. Der ursprüngliche Mozzarella aber wurde und wird aus Büffelmilch in der Gegend um Neapel hergestellt. Wie hoch ist heute die Ausbeute? Nachher wären es so bei die 4 Kilo sowas sausen können. Geschmacklich ist Kuhmilchmozzarella eher mild. Wird der durch die Zitronensäure nicht zu sauer? Nein, der ist noch nicht so richtig sauer. Merkt man eigentlich nichts, wenn man die, der ist nicht so schlimm. Dieser elektronische Kessel ist Rosi Steiners ganzer Stolz. Niemals kann die Milch ansetzen. Und programmieren lässt er sich ganz einfach. Oben, das ist die Temperatur von der Milch, was drinnen ist. Unten, das ist die Temperatur von dem Wasser, was in den Käsekessel inne geht. Ganz in Ruhe macht Rosi Steiner einen Arbeitsschritt nach dem anderen. So, und während das erhitzt, können wir das Lab herrichten? Die Eigenschaft vom Lab, das Milcheiweiß Casein so zu spalten, dass die Milch eindickt, ohne sauer zu werden, wurde schon im Altertum erkannt. So rühmt Aristoteles, dass Lab von jungen Hirschen und Rehen besonders wirksam sei. Es gibt Schwächeres und Stärkeres und ein bisschen so verschiedene, was man. Muss man halt allem ein bisschen schauen, was. Wie es konzentriert ist. So. Heute wird Lab aus Kälbermägen gewonnen. 17 Grad haben wir. Muss jetzt stimmen. Da geht es wirklich um Grad, weil die Milch ganz anders wieder reagiert, wenn es wärmer ist oder eben kälter ist. Also, und deswegen ist es halt wichtig, dass es allem ganz, ganz genau. Und deswegen tue ich auch ganz gern, wenn ich wenig Milch habe, noch nachmessen. Bei Körpertemperatur zwischen 36 und 37 Grad Celsius entfaltet das Enzym im Lab seine stärkste Wirkung. Jetzt kommt das Lab hinein. Für 1 Kilogramm Mozzarella werden ca. 7 Liter Kuhmilch benötigt. Die Temperatur ist ideal.
Nun müssen sich nur noch die festen Bestandteile der Milch, also Eiweiß, Fett, Milchzucker und Mineralstoffe, von der flüssigen Molke trennen. So, circa 10 Minuten braucht's. Der erst 25-jährige Thomas Unterweger ist im Milchhof Brixen auch für die Fertigung von Mozzarella zuständig. 2014 kam die Brini mit ihren Milchprodukten auf 85 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das geht nur mit neuester Technik. Die Milch von Tanklager nach bis in die Fertigung kommt im ganzen Verkäsungsprozess. Und da dann die Daten bei der Filiermaschine, bei der Ausformung, da sehen wir Trockenmasse, Fett, Eiweiß, Salz. Die ganzen Temperaturen, die Kühlprozesse, die Reinigungen, einfach alles, was für die Produktion wichtig ist, wird da direkt vor Ort visualisiert, damit man schnell reagieren kann, wenn etwas ist. In Tanks, die 10.000 bis 15.000 Liter fassen, wird die pasteurisierte Milch für die Mozzarella-Produktion vorbereitet. Dass die Milch erhitzt wird, ist gesetzlich vorgeschrieben. Drehkolbenpumpen lassen den Bruch ganz schonend in der Molke durch die Rohre schwimmen. Bis zur sogenannten Kochziehmaschine, die gleich mehrere Arbeitsschritte erledigt. Da bleibt er noch für eine Zeit liegen, wird dann gemolkt, wächst zusammen, wird angekippt und wird dann neu geschnitten und weiter filiert. Die Mozzarella-Masse ist dabei über 60 Grad warm. Damit die Qualität der Brini-Produkte gewährleistet ist, werden pro Jahr 250.000 chemische und 70.000 mikrobiologische Analysen durchgeführt. Untersucht wird natürlich das Endprodukt, aber erfasst wird auch die gesamte Kette, die beim Bauen beginnt und über die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt geht. Wir haben da gewisse Intervalle, wo wir die Produkte untersuchen. Meistens machen wir Anfang, Mitte, Ende. Zudem schicke ich mir die Proben an externe Labors ein, also wo wir die Proben untersuchen und die externen Labors, dass man Abgleich haben und zugleich an Überwachung. Ist das, was wir machen, eigentlich in Ordnung? Kriegen wir die gleichen Ergebnisse raus? Und das haben wir eigentlich auch top in Ordnung. Mozzarella-Käse ist aus hygienischer Sicht ein anfälliges Lebensmittel. Grenzwerte für Keimbelastungen legt die Europäische Union fest. Durch sorgsame Hygienemaßnahmen während der gesamten Produktion wird im Sinne des Verbraucherschutzes der Eintrag von Keimen so weit wie möglich reduziert. Und wir tun eben nur pasteurisierte Produkte verwenden. Das heißt, bei 72 Grad oder also 70 bis 75 Grad, 15 bis 30 Sekunden, je nachdem, das macht eigentlich jeder Milch auf anders. Erhitzen für eine gewisse Zeit und dann sterben 99,9% von den Keimen ab. Und deswegen hat man allem ein Produkt, oder ich sage im Produkt, allem noch ein Restkeimgehalt und deswegen sind die alle begrenzt haltbar. Hersteller müssen also das Mindesthaltbarkeitsdatum sorgfältig bestimmen, um die Qualität des Käses bis zum Ende der Haltbarkeit zu gewährleisten. Und was hat der 33-jährige Laborleiter Alexander Lamprecht nun in den bebrüteten Proben gefunden? Das sind Kocken und Stäbchen, also ganz normale Milchsäurebakterien, was in der Milch drin sind. Also eigentlich ganz normal und nichts, was beunruhigend sein kann. Nicht mit der Harfe, sondern ganz vorsichtig mit der Hand schneidet Rosa-Maria Steiner den Mozzarella. Von der Molke grob getrennt wird der Käsebruch in großen Stücken gesammelt. Bis der Mozzarella aber seine typische Form bekommt, wird noch viel Quellwasser vom Gönnerhof fließen. Da kommt jetzt kaltes Wasser rein. Da kommen nachher die fertigen Kugeln rein. Und durch das, dass sie warm sind, werden sie auch so eher so sitzen. Damit die eigentliche Pasta Filata entsteht, braucht es aber warmes Wasser. Mag schon ordentlich heiß sein. Noch einmal zum Mitschreiben, wie Mozzarella selbst zu machen ist. Am besten geht es mit Rohmilch. Zitronensäure in kaltem Wasser auflösen und in die Milch einrühren. Milch sanft erwärmen, flüssiges Lab einrühren, 10 Minuten warten. Wenn der Käsebruch fest genug ist, wird er gitterartig mit langer Klinge vorsichtig geschnitten, zum Ablauf der Molke herausgenommen und das wird jetzt mit heißem Wasser überbrüht und geriert.
Der Käse ist glatt und geschmeidig und bildet eine fadenziehende, elastische Masse. Kaugummi, sagen die Kinder. Und nun werden wir sehen, warum der Käse Mozzarella heißt. So. Das ist jetzt unsere Masse, unsere Pasta filata. Denn nachdem Rosi ihn ein bisschen knetet und zieht, verderken wir die Kugeln. Lässt er sich abziehen. Mozzare. Würgen, würgen. So abwürgen, ja. Also mit ziehen und drehen, das geht eigentlich nicht so gut, aber muss man richtig so abwürgen. So. In der komplexen Filiermaschine hat die Mozzarella-Masse inzwischen auch diesen kaugummiartigen Zustand erreicht. Trotz Vollautomatik wird vom Abteilungsleiter der Primi-Käserei, Thomas Unterweger, die Gradzahl kontrolliert. Die Temperaturen sind für den Filiervorgang sehr wichtig, weil wir machen da ja aus dem Bruch, aus der Cagliata, eine homogene Masse. Und die Mozzarella zeichnet sich ja aus durch den, dass sie Milch lässt und einen Nerv hat. Und das machen wir in der Filiermaschine drinnen. Durch den, dass der Bruch geknetet wird bei gewissen Temperaturen, entsteht danach die Mozzarella so, wie sie sein soll. Und das in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Die Super-Mozzarella-Maschine schafft 2400 Kilogramm und mehr in nur einer Stunde. 61 Grad warm plumpsen die Mozzarella-Kugeln in die endlos langen Kühlwannen. Eine Art Mozzarella-Badeanstalt, die für Abkühlung auf 10 Grad sorgt. In zwei Schichten verbraucht die Primi bis zu 1600 Kubikmeter Wasser, welche im eigenen Wasserwerk wieder aufbereitet werden. Circa ein Sechstel der gesamten Milchproduktion der Primi wird exportiert. Bis nach Südkorea, England, Irland, Belgien. Natürlich auch nach Deutschland und Österreich. Um die Produkte ständig zu verbessern, gibt es im Milchhof selbst pro Jahr 18.000 Verkostungen. Wenn man beim Prozess von vorne bis hinten dabei ist, dann hat man ja noch mehr Lust auf das. Da weiß man einfach, was man gemacht hat. Deswegen, mir schmeckt Mozzarella, da schmeckst du einfach richtig die Milch raus. Und das habe ich gern. Und wenn mir das nicht gefallen hat, dann hätte ich nicht da arbeiten. Jeden Tag laufen im Milchhof Sterzing bis zu 1,5 Millionen Becher Joghurt vom Band. In drei Schichten. Den Betrieb hält Walter Wieser zusammen. 1980 begann er als Lehrling im Milchhof. Da wurde Joghurt hier gerade mal erst 4 Jahre produziert. Wir füllen das Joghurt warm ab, das heißt, wir dürfen es vorher nicht abkühlen. So wie es dann gereift hat, wird es abgefüllt und kommt bei warmen dementsprechend die Tierzelle rein. Wir melden das auch um, dementsprechend da, für das eigentlich auch, dass der Nachreifeffekt nicht unten kommt beim Joghurt. Das gibt nochmal besondere Cremigkeit beim Joghurt. Abgefüllt wird heute Vollmilchjoghurt mit Heidelbeeren im 500-Gramm-Becher. Die Anlage befüllt pro Stunde 16.000 Becher, verschließt und stempelt sie, wenn der Maschinenführer dafür sorgt, dass genügend Nachschub vorhanden ist. Und wenn statt Heidelbeere Kokos abgefüllt wird? Dann muss ich auch nachher einen Spüler machen. Und wenn ich auf ein Programm hinterlege, ist automatisch das Programm verlangt. Ich kann es nicht anders fahren, weil es eine Sicherheit ist. Aber wenn ich ein Kaffee ist auch schwierig, ich kann auch einen Kaffee nicht ein Schwarzbier fahren oder eine Banane fahren, das hat man sofort gemerkt. Kaffee ist schwierig, ich muss auch mal eine Zwischenreinigung machen. In Kesseln zu je 1000 Kilogramm werden die Fruchtmischungen angeliefert. Das Programm steuert das alles. Wir geben ein, wir haben 12% Frucht, weil wir drinnen haben. Man mischt die Unlage selbst zu. Das läuft alles vollautomatisch. Bis zu 2 Jahre braucht es übrigens, bis so eine Abfüllmaschine steht. Und dann wird das da zusammengemischt und da wird dann durchgerührt. Ein Wunderwerk der Technik, was es nicht zweimal gleich gibt. Für jeden Joghurthersteller wird das System den speziellen Anforderungen entsprechend angepasst. Auf dem Thalhofer Hof in Latzfons ist Erika Gebhardt-Obrist Teilzeitbäuerin. Ja, Nico, komm!
Den Hof hat ihr Mann 2010 übernommen. Florian liefert die Milch seiner 14 Kühe an die Genossenschaft. Einen ganz, ganz kleinen Teil der Milch verarbeitet die 36-jährige Erika zu frischem, selbstgemachten Joghurt, den die fünfköpfige Familie und die Feriengäste des Hofes zum Frühstück serviert bekommen. Noch ein bisschen mehr den Bauernofen eingeheizt, bringt Erika die Rohmilch auf Temperatur, um die Keime, die vom Melken stammen können, abzutöten. Den lassen wir so 5-7 Minuten, den 95 Grad, köcheln. Damit das mit der Temperatur auch hinhaut, rührt die dreifache Mutter die Milch gleich mit einem Thermometer um. Zusätzlich zur Hofarbeit geht Erika Gebhardt-Obrist in Teilzeit als Sekretärin arbeiten. Sie betreut die Urlauber und kümmert sich um ihre Kinder, außer wenn sie Joghurt macht. Schau auf die Uhr. Wo ist das aus? Hat die Milch bei 95 Grad ein paar Minuten geköchelt, füllt Erika die kochend heiße Milch in einen sauberen Topf, damit die abkühlen kann. Das sind genau 45 Grad. Das Wichtigste ist, dass man ganz sauber arbeitet. Also wirklich die Sachen, was man benutzt, Thermometer, Rührer, Löffel, Kessel, dass man die wirklich mit kochendem Wasser auskocht. Weil das größte Problem sind die Bakterien und die Keime. Und man muss die Temperaturen einhalten. Also auch, wenn man die Kultur zu ihnen gibt, dann muss man schauen, dass die Grad stimmen. So, jetzt haben wir die 45. Jetzt nehmen wir es raus. Jetzt kommt die Joghurtkultur dazu. Ja, man braucht eine Kultur zum Beimengen. Und ich nehme da das Naturjoghurt, was mir selber gut passt. Tu da 1-3% rein. In dem Fall, wenn es 2 Liter Milch sind, tue ich so 1,5 Löffel. Ein bisschen mehr. Also 1,5 Löffel ist mehr als 3%, aber mir passt das am guten so. Haltbarer ist die gefriergetrocknete Kultur. Ja, es gab nur eine Pulverform, aber ich mag es auch nicht. Die Bakterienkulturen bestimmen den Geschmack. Deshalb ist es ein Betriebsgeheimnis, welche in den Milchhöfen zugesetzt werden. Da müssen wir noch die Milch kurz anhalten. Weil wenn die noch in Bewegung ist, dann können sich die Moleküle nicht schließen und dann wird kein Joghurt raus. Das muss absolut ruhig sein für 6 Stunden. Nur so kann der Milchzucker zu Milchsäure vergoren werden, wodurch die Milch gerinnt und dickflüssig wird. Ja, das ist Eigenbau. Weil das Joghurt muss ja jetzt eben soll die Wärme behalten, damit es sich schön cremig werden kann. Das ist wichtig, dass es warm bleibt. Und da gehen das so mit einem warmen Raum und der Decke ganz gut. Neben dem Ofen kann man es auch herdienen. Und die armen Katzenkinder haben keine Kuschelkiste. Das ist nichts für die Katzen. Ja, und da lassen wir das jetzt 6 Stunden stehen. Schauen wir auf die Uhr, 4:30. In Riesentanks, so hoch wie ein Einfamilienhaus, wird der Joghurt je nach Sorte 6 bis 15 Stunden lang bebrütet. Der Joghurtchef, Molkereimeister Ulrich Schölzhorn, überwacht jeden einzelnen der 23 Joghurttanks. Die Bakterienkulturen werden im Sterziger Milchhof selbst gezüchtet. Das ist eigentlich normal, so wie alle Joghurt tun. Aber es gibt auch viele, die es direkt hier impfen machen. Das heißt, sie kaufen die 40 Packs dazu, geben sie einfach direkt in Reifetanks zu und müssen sie vorher zichten. Das heißt, wir zichten halt weiter. Besonders begehrt und beliebt ist Bio-Vollmilchjoghurt im Glas. Neben dem Naturjoghurt gibt es den schon in 7 leckeren Rezepturen mit Aprikose, Banane, Erdbeeren, Heidelbeeren, Mango-Vanille, Nur-Vanille und Birne. Nach der Abfüllung kommt der Joghurt ins Regallager.
wo alles wie von Zauberhand hochhaushoch gestapelt wird. Im Milchhof Sterzing reift der Joghurt bis zu 20 Stunden nach. Hier wird er vor dem Abfüllen nicht wie in anderen Milchhöfen heruntergekühlt. Damit soll verhindert werden, dass die Joghurtstruktur durch mechanische Behandlung zerstört wird. Wegen der Nachreifung ist die tägliche Verkostung ein Muss. Michael Strickner, verantwortlich für die Qualitätssicherung, gibt die Auslieferung der Chargen vom Vortag erst nach der sensorischen Prüfung frei. Fast 2700 Milchbauern liefern die Milch täglich zu Bergmilch Südtirol, die damit die größte Genossenschaft im Lande ist. Für die Butterherstellung wird die Rohmilch, natürlich nach einer strengen Qualitätskontrolle, in sogenannte Separatoren geleitet. Mit bis zu 5000 Umdrehungen trennt sich in dieser Art Schleuder sekundenschnell der Rahm. Nachdem der dann pasteurisiert ist, wird er zur Reifung nur noch 20 Stunden kühlgestellt, in Riesentanks. Statt in Butterfässchen erfolgt die Verbutterung heute in modernen Maschinen. Der Rahm wird in einem rotierenden Zylinder geschlagen und gestoßen. Dabei ballen sich die Fettkugeln zu Butterkörnchen zusammen und trennen sich von der Buttermilch. Zwischen Gras und Klon. Wenn ein Gras Butterkorn ist, dann spritzt der Butter viel mehr. Wenn ein Butter Klon ist, spritzt er weniger. Die Hausfrauen mögen das nicht, sie mögen mit wenig Wassergehalt. Ist viel besser, wenn wir zum Beispiel mit Schlutzkrapfen machen, soll wenig Wasser drin sein. Mit Butter kennt sich Hermann Wenter gut aus. 29 Jahre ist er jetzt schon in der Mila. Pro Tag produziert er mit seinen Kollegen um- und ausgerechnet das Gewicht von 20 Kühen an Butter, also 10 Tonnen. Wir fahren Süßrahmbutter, das heißt reines Produkt, wir können nichts zusetzen. Wir fahren von Rahmora, macht eine normale Reifung mit und da geht es runter. Kein Zusatz. Süßrahm schmeckt also wie eine Haselnuss und Sauerrahm schmeckt also wie, fast wie ein Joghurt. Bei mildgesäuerter oder Sauerrahmbutter würden Starterkulturen zugesetzt. Die Mikroorganismen geben ein säuerliches Aroma. Für 1 Kilogramm Butter werden 20 Liter Milch benötigt. Allein für die Bozner Buttertagesproduktion sind das ca. 15 Milchsammelwagen. Hergestellt wird hier auch die beliebte Joghurtbutter, die weniger gesättigte Fettsäuren, weniger Fett und somit auch weniger Kalorien hat. Die gesamte Verbutterung erfolgt unter Einhaltung strengster hygienischer Vorschriften. Die Butter hat 3 Monate Haltbarkeit drauf. Das muss alles passen. Es ist ohne Konservieren, ohne nichts. Aus dem Grund ist der ganze hermetisch abgeschlossen. Auf dem Hof Unterschwaig in St. Nikolaus im Ultental auf 1700 Meter Höhe ist Anna Berger im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgezeichnete Biobäuerin. Neben Brotbacken, Käse machen und Kräutern zu gesunden Tees mischen, wird einmal die Woche gebuttert. Um später die fertige Biobutter portionsweise abzupacken, benutzt Anna Berger ganz ausgeklügelte Butterformen. Ja, das ist ja nicht so alt, der hat ihn so pur eigentlich selber gemacht. Er ist ganz geschickt so mit Holz. Da steht der Unterschwag drauf, auf der da. Aber sie sind halt viel gebraucht und nachher schauen sie halt ein bisschen schon älter aus. Was ist weiters noch zu beachten? Beim Butter ist allen wichtig, heiß und kalt. Die Hände heiß und kalt, die Form heiß und kalt, das heiß und kalt, dass es nicht pickt. Im Sommer geht das Buttermachen schwerer, weil der Rahm nicht richtig kühlt. Und mit frischem Rahm geht es gar nicht. So die Erfahrung von Anna Berger. Von der Temperatur des Rahms hängt es ab, wie lange die Butter geschlagen wird. Zwischen 4 Minuten und kann oft mal eine Stunde dauern. Jetzt geht er brechen, jetzt sieht man schon, jetzt geht es nachher gut. Ja, jetzt ist er gebrochen. Schon früher hat Anna Bergers Schwiegermutter auf dem Hof Butter gemacht. Von ihr hat sie sich alles abgeschaut. Die Buttermilch als Nebenprodukt kommt weg. Und dann wird die Butter abgewaschen. Das ist besonders im Winter nicht besonders angenehm.
denn mit eiskaltem Wasser funktioniert es am besten. Zu guter Letzt kriegt die Butter ordentlich was auf den Deckel. Warum? Dass die ganze Buttermilch rausgeht. Dass sie noch nicht Säure lässt, sonst kann man sie einfach nicht aufhalten. Die handgemachte Biobutter sollte also schnell verbraucht werden. Sonst ist das einfach im Geschmack sofort da. Schade, wenn der Geschmack der Bio-Süßrahmbutter verfälscht würde. Oftmals sind bei Anna Berger Schulklassen zu Besuch, um zu schauen, wie ein reines Naturprodukt aus Biomilch und zweier Hände Arbeit entsteht. Nicht nur zum Schauen sind deutsche Urlauber aus Dresden zum Hofladen Unterschwaig hinaufgekraxelt. Kräutertee und Malvenzucker, Suppenwürze, Holunder- und Hagebuttensirup, Bauernkäse und Butter gibt's hier zu kaufen. Alles in Bioqualität. Da die frische Butter nur eine Woche haltbar ist, wird sie auch nicht auf dem Markt verkauft. Es gibt auch Zeiten, wo ich wirklich schauen muss, dass ich für die Hausgäste noch Butter habe. Weil die geht einfach schnell weg und so viel ist nicht. Wer also ganz, ganz frische Biobutter haben will, muss hoch hinaufsteigen, auf 1700 Meter zum Hofladen der Familie Berger. Alois Berger hat den Hof 1993 übernommen. Seine 7 Milchkühe geben 120 Liter am Tag. Die Milch ist ausschließlich für den Eigenbedarf bestimmt und wird zu Joghurt, Käse, Quark, Trinkjoghurt und natürlich zu Butter verarbeitet. Über frische Biomilch freuen sich auch die Urlauber. Du brauchst Milch? Ich hab Milch. Ja, gerne. Ich muss mal gleich in den Ofen gehen, weg, kannst du kalten dabei. Schon zweimal hat Jutta als Hofhelferin bei den Bergers gearbeitet. Da können wir frische Milch auslassen. So. So, Jutta, jetzt kriegst du Milch. Kriegst du deine Milch. Schön. Tschüss, schönen Abend noch. Es sind die Bergbauern, die das Gesicht Südtirols prägen. In den letzten Jahren hat die handwerkliche Milchverarbeitung in den Hofkäsereien und auf den Almen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Urlauber kommen ins Land, weil sie hier das sogenannte einfache Leben spüren. Dabei ist es für die Bauern alles andere als ein einfaches Leben. Wir sind hier im Berggebiet und das Berggebiet wird subventionenmäßig nicht viel unterstützt. Und wir haben ja einen riesen Arbeitsaufwand, bis wir unsere Milch produziert haben. Und wir maximal vielleicht 10 Kühe kann man kalten. Und so ist die Möglichkeit sicher, halt nicht, dass man ein bisschen etwas verdient, dass man einfach in den Käse selber die Milch selber verarbeitet und veredelt und in den Käse kann hergehen. Sonst ist der Reiszoll und der Preis, glaube ich, kaum, was mir im Berggebiet ist. Ja, schon so, um Leife der Landwirtschaft zu überleben. Den Südtiroler Milchweg kann nur eines dauerhaft schützen. Eine Milchqualität auf allerhöchstem Niveau. Denn folglich gibt es nur dann die besten Milchprodukte.